Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Beer Factory. Was? Sanitary Control Report. Zweimal Säcke, ja, roll die rum. Ja, wir sind da noch am Bierbrauen. Jetzt kommen gerade die Säcke Hopfen rein. Hier. 18 an der Zahl. Komm, der Helfer, den Klüngelsplit mal. Obwohl wir könnten ja theoretisch sagen. Warte mal. Was denn? Der sollten wir eben alleine machen. Ich sag das mal eben so. Wie können wir dann. Ne, einen bräuchten wir noch, ne? Die Hefe, würde ich sagen. Einen brauchen wir noch für die Hefe. So. Oder ich dachte auch nie loswerden, ne? Ist schlimm. Und dann warten wir mal eben noch die. Oder? Von wem? Hat die Oma geholt? Wo? Ja! Dann können wir ja eigentlich. Ich bin mal gespannt, können die jetzt eigentlich schon mittlerweile die Sachen auch aus den Hochregalen hier rausholen? Weißt du das, Anto? Ich weiß das nicht gerade nicht auswendig. Käffchen können wir saugen. Und dann bräuchten wir noch einen Mitarbeiter. Mal hier oben, weil ich noch genug rumrennen. Ja, schon. Hab ich. Hui! So, dann nehmen wir das Malz hier mit. Mal einen Runner nehmen. Zack. Machen wir die Hundrenz hoch und runter. Müssen wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen Hopfen. Okay, na gut, viel Geld haben wir jetzt nicht mehr, ne? Ja gut, wisst ihr was? Ist ja jetzt nicht so tragisch. Dann werden wir das wie folgt machen. Achso, ich muss am Löhne zahlen, sehe ich gerade. So. Zack, zack. Machen wir das. Wie viele Säcke brauchst du noch? 15 hat er. Achtzehn, passt. Okay.
zack, über die Palette oben runter. Gut. Ups. Ich hab die Lebensmittelkontrolle auch noch was zu meckern hier. Ja, das nicht richtig. Könnt ihr den mal bitte wegstellen, da? Hallo? Der Sack muss weg. Das geht aber nicht so, du. Der Sack. Ja, der Sack, der muss immer weg, der Sack. Gudi. Wir brauchen auf jeden Fall mal, warte mal, wollen wir mal gucken. Ja, das ist mir egal, das ist teuer. So. 30% Hopfen. Stellen wir doch mal. Ja, dann werden wir mal mit der einen Palette. Achso, Shift. So. Ende davon. Können wir uns alles nicht leisten. Schade, nicht schlimm. Der läuft ja auf jeden Fall. So. Ja, habe ich. Also. Ich bin gerade überlegen, ob wir ein neues Rezept machen. Das Rezept darf dir Chat, Roman, ich denke mal ja. Also ich verspreche es dir jetzt nicht, aber ansonsten wird es morgen definitiv kommen. Ansonsten wird morgen LS kommen, auf jeden Fall. So. Der Chat darf sich gerne ein Rezept aussuchen, wie wir das zusammenstellen. Das nennen wir dann Community-Rezept. Das verwerfen wir mal. So. Was ist ein Logo? Kannst du nicht hinzufügen. Ich kann da kein Logo hochladen. So. So. Zack. Das Rezept dürft ihr euch aussuchen. Also, schießt los. Was sollen wir wie einstellen? Ja gut, aber ist ja nicht schlimm. So ein bisschen abwandeln können wir ja, da ist nicht das Problem. Aber das ist jetzt so eine Idee von mir, dass ihr gerne auch mal ein Rezept entscheiden könnt. Und da wollen wir mal gucken, wie es abgeht. Aber was soll ich gerade wundert? Mein Chat geht schon wieder nur bei Twitch und nicht mehr bei dem anderen. Super. Nö. Mein Chat Programm. So. Also, sagt was. Was sollen wir machen? Ihr dürft aussuchen. Bin gespannt. Ich bin gespannt.
Anschauten darfst du natürlich auch aussuchen, ne? Also ist ja selbstverständlich. Ja, Finn. Können wir gleich machen, ja. Das tut mein Sohn, das muss ich auch mal gerne. Hallo Blackout! Wenn du möchtest, dazu gerne das Rezept mitentscheiden, mit aussuchen, wie wir es machen wollen. Also die Zusammensetzung. Ich nenne das Bier Community. Ihr dürft gerne entscheiden. Bin gespannt, was wir machen sollen. Budweiser. Boah, das ist aber ein exotisches Bier, wa? Kenn ich nicht. Also Bockbier und so kenne ich auch. Euch. Ist ja auch Ausland. Ja, Bier, aber ich meine, welche Zusammensetzung? Malz, Hopfen, Hefe. Könnt ihr euch aussuchen, wie wir das machen sollen. Bier, 110% getrunken werden. Ja, das ist mir selbst klar. Ah, okay. Ja, ich kenne nur Bockbier, deswegen. Bockbier ist so... Ja, wie beschreibe ich das am besten? Das ist so ein süßes Bier. Aber sehr stark. Vom Geschmack aus sehr intensiv. Hat nicht für jedermann, ne? Also, ich habe probiert, mein Fall ist es nicht. Wie viel Malz nehmen wir, wie viel Hopfen nehmen wir und wie viel Hefe nehmen wir? Weniger Hopfen und mehr Malz. 10% oder was? Oder wir machen ein bisschen weniger? Was denn nun mehr? Blackout, was mehr? Malz, Hopfen oder was mehr? Alles, ja, alles geht nicht mehr. Wenn ich jetzt einen Schieberegler hin und her schiebe, dann geht das obere weniger oder mehr. Okay. Hopfen 5%. Okay. Wie soll man das Bier nennen? Blackout? Ja, läuft bei dir an, Joe. Komm vorbei, holen wir uns zusammen, wa? Trinken wir uns ein. Wir nennen das Bier Blackout. Er hat sich ausgesucht. Also nennen wir das Bier auch Blackout. Das nächste Bier wird Anchos. Ey, das passt sogar an, Anchos. Das ist so gut an. Machen wir das. So. Achso. So.
Also, das nächste Bier wird dann Anschuss heißen. Passt irgendwie. Hefe, Hopfen. Alles drin, perfekt. Gut. Dann müssen wir auf jeden Fall so ein bisschen Geld machen. Dann können wir das hier auf jeden Fall auf passend gestalten. Sehr cool. Ja, 4 Minuten, 9 Sekunden. Okay. Also. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir das Bier abfüllen. Hoffentlich. Müsste auch bis dahin eigentlich gut sein. 3,50. Ja, passt. Und dann wollen wir mal Gas geben. Also, ihr habt eine schöne Zeit. Lasst gerne ein Daumen da, einen Kommentar da und ein Abo, wenn ihr nicht getan. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.